Verehrtes Publikum, ihr meine Königinnen und Könige, es hat sich zugetragen, dass ich, Paul Scheerbart, Dichter und Antierotiker, eine Zugreise mit einem Blitzzug antrat und im Abteil erster Klasse den Herrn Rechtsanwalt Dr. Egon Müller traf. Von unserer gemeinsamen Reise werde ich nun in aller Ausführlichkeit berichten. Unser Zug verlässt in Kürze den Bahnhof Berlin-Friedrichstraße mit dem Ziel der sibirischen Insel Novaja Semlja im Nordpolarmeer. Gelegentlich verlassen wir die irdischen Eisenbahnschienen und landen in Gefilden weit ab von den langweiligen, eklen, stumpfen Quarkgewalten, dort, wo man Tag und Nacht Künstler sein kann. Um was es geht, werden Sie verstehen, wenn Sie den Anspruch des Verstehenwollens hinter sich lassen. Es gibt Dinge, die gehen weit darüber hinaus. Zuerst einmal wollen wir es uns in diesem Abteil gemütlich machen und schauen, was sich auf dem Bahnsteig tut. Ich liebe dich. Da. Schreib bald. Da. Ach was, Herr Scheerbart. Guten Tag, Herr Rechtsanwalt Müller. Sie hier? Sie wundern sich offenbar, mich, den stadtbekannten Dampfeisenbahnskeptiker und bekennenden Habenichts in einem Blitzzug erster Klasse anzutreffen. Nun, machen Sie nicht so ein Gesicht. Ich werde es Ihnen erklären. Zunächst müssen Sie wissen, dass ich tatsächlich im Besitz einer gültigen Fahrkarte bin, da ich mit meiner Kritik des Dampfeisenbahnsystems wohl einige wohlhabende Gemüter erregt habe, hielten diese es für angebracht, mir das Dampfeisenbahnfahren schmackhaft zu machen, indem sie mir Freifahrtscheine spendierten. Man bat mich, meine Ideen zur Elektrisierung des Bahnverkehrs ganz unbemerkt in der Schublade verschwinden zu lassen. Dafür kann ich jetzt nach Herzenslust durch die Lande reisen. Natürlich erster Klasse. Das klingt ganz nach Ihnen, Herr Scheerbart. Das muss man Ihnen lassen. Was für ein unverdientes Glück Sie doch haben. Und was macht die brotlose Kunst? Was macht die Schriftstellerei? Wie famos, dass Sie fragen. Just kam mir der Titel für meinen neuen Roman in den Sinn und ich muss gestehen, Sie sind daran nicht ganz unbeteiligt. Als Sie sich eben am Bahnsteig von Ihrer Gemahlin verabschiedeten, da hörte ich, wie die entzückende Frauenstimme sprach. Ich liebe dich. Und nicht nur das. Dann sagte sie, schreib bald. Diese Aufforderung nehme ich mir nun zu Herzen und schreibe einen Roman mit dem Titel Ich liebe dich. Hier in meinen Rocktaschen
habe ich schon einige Stücke gesammelt. Vor uns liegt eine lange Reise, die ich Ihnen gerne zu versüßen wüsste. Also, geben Sie mir Ihr Wort, dass Sie meine Geschichten sämtlich ruhig anhören wollen bis zur Ankunft in Novaya Zemlya? Bitte. Wenn die Sache so liegt, kann ich mich dieser Zumutung wohl kaum entziehen. Was bleibt mir übrig? Fabelhaft! Zunächst einmal zum Titel des Romans, den ich Ihrer werten Frau Gemahlin zu verdanken habe. Ich liebe dich. So etwas kann natürlich kolossal in die Irre führen. Mir geht es nämlich keineswegs um die erotische Liebe. Nein, mir geht es um etwas Höheres. Jedoch, wer das Größere, das Höhere anstrebt, wird es nicht in der Liebe zu einer Frau oder einem Manne finden, sondern in der Ablehnung der Liebe und Freundschaft, im Anti-Erotischen. Das Anti-Erotische ist das Höhere. Oder besser, erzeugt das Höhere, die Weltgeistliebe. Das erscheint mir reichlich schleierhaft. Können Sie mir das genauer erklären? Ich verstehe Sie nicht so ganz. Müller, ist Ihnen in der Literatur noch nie die überaus große Zahl von Liebesgeschichten aufgefallen? Und ist es Ihnen noch niemals langweilig geworden, immer wieder zu lesen, wie sich zwei bekamen oder nicht bekamen? Dieses Herumkriechen der Dichter und das Kriegen und Nichtkriegen ist Ihnen doch schon öfters geschmacklos erschienen, nicht wahr? Müssen Sie deswegen nicht in Begeisterung geraten, wenn ich Ihnen erzähle, dass ich im Begriff bin, eine neue literarische Richtung zu gründen, die dem erotischen Thema den gar ausmachen wird? Müssen Sie nicht geradezu verzückt werden, wenn Sie jetzt vernehmen, lieber Herr Rechtsanwalt, dass ich diese Richtung mit den Geschichten, die ich Ihnen auf unserer Reise vorzulesen gedenke, endgültig zu begründen beabsichtige? Wollen Sie nicht mein erster ordentlicher Jünger sein und meine antierotischen Ideen nach allen Richtungen in die Welt hinaus posaunen und mir daraufhin die Hand geben? Nun, das tat ich bereits, Herr Scherbart. Ich muss gestehen, dass Ihre Äußerungen mein entschiedenstes Desinteresse geweckt haben. Gewiss, gewiss, lieber Müller, das kommt, weil Sie auf die erotische Propaganda reingefallen sind. Aber in der Kunst ist nicht alles erotisch, was danach aussieht. Eigentlich ist die ganze Kunst antierotisch. Wir müssen mehr kosmisch lieben. Mir kommt das doch sehr pervers vor. Ach, mir soll es recht sein. Anti-Erotiker bleibe ich trotzdem. Und um Ihnen etwas auf die Sprünge zu helfen, habe ich hier eine Liebesgeschichte, die ganz und gar kosmisch ist. Ich lese sie Ihnen vor. Das wird Sie dann überzeugen. Hören Sie einmal. Die farbigen Monde. Ein kosmosophisches Scherzo. An die 10 Monde kreisen um einen großen Weltball. Und jeder Mond hat eine andere Farbe. An die 10 Monde kreisen um einen großen Weltball. Und jeder Mond hat eine andere Farbe. Und die Monde denken nach. Alle auf einmal. Was mag er wollen? Er, der Große, der Geliebte. Was mag er wollen? Er, der große Stern, den wir umkreisen. Was kann er wollen? Er möchte nur. Sollen wir näher kommen? Sollen wir wieder in die einsame Nacht hinaus? Liebt er uns nicht mehr? Will er uns anders, als wir sind? Sollen wir uns drehen wie er? Sollen wir so dunkel sein wie er? Sollen wir unseren Glanz abschütteln, unsere farbig leuchtende Luft? Was mag er wollen? Sollten wir es nicht erfahren können? Das käme doch nur auf einen Versuch an. Lasst uns ihm erst ein Lied singen, bevor wir mit dem Versuchen anfangen. Aber natürlich in Mondsprache. Thank you.
sich dreht, zeigen seine Monde an einzelnen Stellen eine veränderte Farbe. Der sich drehende Mittelstern wundert sich nicht, aber merkwürdig kommt es ihm doch vor. Versuchen wir es mal in anderer Art. Die Farbe verändern bringt nichts. Lasst uns ein bisschen unsere Bahn verändern. Nein! Ich will nur etwas weiter in den Raum hinaus. Das kann nicht schaden. Als der Heißgeliebte das sieht, wird er natürlich stutzig. Im selben Augenblick sagt er sich aber, dass ich sowas für ihn nicht schicke. Und er lässt sich abermals nichts anmerken. Abwarten scheint mir doch das Beste zu sein. Vielleicht will der große Freund nur, dass wir ihn ruhig anschauen wie bisher. Brüder, wir müssen die Gedanken des Heißgeliebten auf andere Weise verstehen. Wir müssen unser Gefühl mehr ausbilden. Wir müssen herausfühlen, was er, der Große, denkt. Wir müssen aber auch selber nachdenken, wenn wir seine Gedanken kennenlernen wollen. Das leuchtete den anderen ein. Und sie bilden nun mit vieler Mühe ihr Gefühl aus und denken recht viel. Ich glaube, der Heißgeliebte will uns nur sagen... Was denn? Er sagt, lasst alles so kreisen, wie es gerade kreist. Alle hoffen, der Mittelstern werde die Erkenntnis des blauen Mondes bestätigen. Aber das tut er wieder mal nicht. Der Heißgeliebte sagt, seht nur Monde, wie ich mich drehe. Die anderen Monde werden unruhig. Sie halten die Bemerkung für einen schlechten Scherz. Das war noch nicht sein letztes Wort. Er will auch wissen, warum wir uns nicht auch so drehen. Da sind sämtliche Monde ganz verblüfft. Und sie bemerken sehr ärgerlich, dass sie sich in anderer Weise zu berauscht gewöhnt seien. Aber auf dem heißgeliebten Mittelstern, da leuchten endlich die hellen Freudenfeuer des Verstandenseins hochflackernd auf. Das hat der Heißgeliebte wirklich die vielen Millionen Jahre hindurch gedacht. Er hat's nicht sagen wollen, weil Sterne ihre Gedanken niemals sagen, sondern wollen, dass die anderen zu diesen Gedanken durch eigene Entwicklung gelangen. Nur dann können diese Gedanken den anderen nützen. Warum dreht ihr euch nicht auch immer um euch selbst? Das war die große Frage des Heißgeliebten. Der Purpurne hat ihn verstanden. Deshalb dreht er sich auch gleich. Er dreht sich hinaus, ins Weltall hinein. Bald wird auch er ein Mittelstern sein, um den sich Monde bewegen, ohne sich um sich selber zu drehen. Und diesen Monden wird der Purpurne wieder dasselbe Rätsel aufgeben, das der Heißgeliebte aufgab. Ach ja, die alten 9 zurückgebliebenen Monde des Heißgeliebten verstehen ihren Freund noch immer nicht und starren ihn, den Großen, noch wilder an als bisher. Es gibt nur ein einziges Mittel, das Leben zu ertragen. Und das einzige ist der Rausch. Und dieser Rausch wird, wenn er dauerhaft sein soll, nur dadurch erzeugt, dass man seinen Körper, sein ganzes Wesen, immerzu in derselben Bewegung erhält. Diese Bewegung ist beim runden Stern die Drehung um sich selbst. Die einzige Bewegung, die unveränderlich und unaufhörlich fortgesetzt werden kann. Andere Mittel, einen ewigen Rausch, ein ewiges Glück in sich zu erzeugen, gibt's für einen Stern nicht. Selig drehen wir uns weiter durch den großen Weltenraum. Wir sind immer froh und heiter. Uns betrübt kein Sehnsuchtstraum. Denn wir leben nur im Rausch, ewig in demselben Rausch. Ja, wir sollen mehr nicht wollen, trollen wir uns wie die Tollen. Ohne Ziel und ohne Wollen durch die Welt, durch die Glanznacht dieser großen Welt. Es ist entsetzlich. Bei meinem kosmosophischen Scherzo ist der dumme Müller eingeschlafen. Ich möchte ihn am liebsten zum Fenster hinauswerfen, aber mir fällt etwas Boshafteres ein. Ich lese ihm die Geschichte gleich einfach noch einmal vor. Herr Dr. Müller, hören Sie auch? Ich sagte, selig drehen wir uns weiter durch den großen Weltenraum. Wir sind immer froh und heiter und betrübt kein Sehnsuchtstraum, denn wir leben nur im Rausch, ewig, in demselben Rausch. Es ist doch sehr merkwürdig.
dass Sie Anti-Erotiker sein wollen. Ihre durchweg grausame Fantasie hat etwas Wollüstiges. Was tut's? Dann halten Sie am Ende die gesamte Kunsttätigkeit für pervers. Glauben Sie damit, meine anti-erotische Richtung aus der Welt zu schaffen? Ivo! Also, ich verstehe diese wirren Bilderrätsel nicht. Ihre Kunst ist mir wohl doch zu fremd. Diese Sphären zu ergründen, muss sich ein Rechtsanwalt nicht bemüßigt fühlen. Nun, dann versuchen wir es mit etwas Ihrem Horizonte nicht ganz so entrücktem, wo es beinahe so zugeht wie in unserem Blitzzug. Die wilde Jagd heißt die Geschichte, mit der ich Sie von der Richtigkeit meines Standpunkts überzeugen werde. Sie handelt von Wesen, die sich in furiosen Fortbewegungsmitteln in rasender Geschwindigkeit einen Schlagabtausch liefern. Verstehe, so wie wir. Hüten Sie sich vor dem Verstehen wollen. Müller, hören Sie genau zu, was hier geschrieben steht. Schwarze Diener gossen die letzten Öltonnen vorsichtig in die starken Räderwerke hinein. Jetzt, flüsterten sie sich zu, müssen die Geister gleich kommen. Andere jedoch sagten, das Gewürm muss gleich kommen. Die Schwarzen warteten auf die Geister, die sich von ihren Sternen trennen wollten. Und die Geister, die oberhalb oder innerhalb dieser Kugelsterne lebten, wurden Wurmgeister genannt. Und die schwarzen Diener riefen empört, dieses Gewürm! Dann schweben die Geister langsam zu dem gewaltigen, vortrefflich eingeölten Maschinenreich hin. Und ist es wahr, fragen die Diener, dass euch alle Mittel beim Weiterkommen erlaubt sind? Ja, das haben wir schriftlich, antworten die Geister in Chören. Ihr Stimmengewirr wird zu Meergebrause, denn Millionen Geister sprechen alle miteinander in unsäglich vielen Sprachen. Thank you.
Die Wurmgeister, die durchkommen, werden selber Götter. Aber es kann nur 1 Million der Wurmgeister den Götterpreis erringen. Daher das große Wettrennen, das jetzt beginnen soll. Und es gibt einen furchtbaren Knall. Und die Maschinen gehen alle los. Im selben Augenblick und ein einziger Jubelschrei durch Geld die Welt. Sie kränken mich, sehr geehrter Herr Schriftsteller. In Ihren Geschichten findet meine Existenz so gar keine Berücksichtigung. Was Sie nicht sagen. Es ist also die Existenzangst, die Sie plagt. Davon kann mein Stand aber ganz andere Lieder singen. Es ist ja stadtbekannt in Berlin, dass ich als geschworener Feind des Kapitalismus selten mehr Geld besitze, als zu einem Omnibusplatz oben lang. Aber es ist doch so. Leute, die sich daran gewöhnt haben, immer Geld bei sich zu haben, werden mit leeren Taschen einen sehr dummen Eindruck machen. Aber den Leuten, die sich ans Nicht-Geld-Haben gewöhnt haben, könnte wieder bei vollen Taschen sehr ungemütlich zumute werden. Das sind jedoch Gewohnheitssachen, die kann man sich auch abgewöhnen. Hat man nichts, so hat man eben nichts. Man sagt immer ruhig, ich habe nichts und kann daher nichts geben. Ausgeben auch nichts. Sie sind zu bemitleiden. Jetzt machen Sie sich auch noch den Leichtsinn zur Tugend. Ihre Albernheiten haben nicht den geringsten Nährwert. Sie könnten einer Arbeit nachgehen, die Ihre Taschen und den Magen füllt. Das geht alles. Mit einem ordentlichen Dickkopf kommt man durch die dicksten Wände. Man muss nur den Mut haben, den Dickkopf zu riskieren. Und man wird auch leben können von der Luft. Soll ich Ihnen ein Geheimnis verraten, Müller? Der Hunger ist noch leichter zu vertragen als der Cognac. Bevorzugte Menschen vertragen allerdings beides. Das ist die höchste Form des Asketentums. Haben Sie Cognac dabei? Ich halte dergleichen nur für paradoxe Witze. Dann warten Sie, bis ich Ihnen vorgelesen habe, wie die wilde Jagd weitergeht. Hören Sie. Die Fahrzeuge haben ein abenteuerliches Aussehen. Da gibt's Riesenkanonen, deren Stahlröhren so lang sind, dass man sagen möchte, sie seien viel länger als ein Jahrhundert. Da gibt's Bahnzüge, die 1000-mal länger sind und Lokomotiven vorgespannt haben, deren Schornsteine Kirchtürmen ähneln. Da gibt's himmelhohe, räderartige Maschinen, in deren Speichen lauter Körbe hängen. Da gibt's geflügelte Riesenräder. Da gibt's Luftschiffe mit Kanonen, die gefesselte Kugeln abschießen können. Durch ihre Kugeln können sich die Luftschiffe sehr schnell fortreißen lassen. Da gibt's viel zu sehen. My name is Knipo. I am one of the worm spirits who have wished to become gods. We spent our manifold lives anticipating that seasonal race against time and distance to pursue that elusive dream of becoming higher entities in the celestial hierarchy. Yet for some of us, the travel never really took us to the destination. Only up there, we almost have been and still there we have always wished to belong. Only the first million will be enshrined as gods. Once again, the great race will commence in commemoration of those who attempted to separate from our spherical stars, but failed. For the servants, it was quite an achievement preparing and deploying the multitudes of machines required for this race. In the midst of it all, a filament of mixed excitement and sadness loomed as we bid farewell to one another. When we meet each other, we will meet again as gods.
it took us years to reach the 37th star of the boulevard. We felt the burden of achieving that greatness, to become spherical stars and gods. For most of the worm spirits, the journey became very long, and the exhaustion had slowly sank in. We could travel no faster. Something have always believed and suddenly and irrefutably been proven true. We are all still with the stars, bound to those we have always wanted to escape. Admire my shocking profundity. I cannot quite understand, with all the threads that hold us fast, how we shall ever become autonomous stars and gods. I also do not at all see any reason why we want to become so-called gods and so-called stars. In the end, everyone must remain what he has been, if he doesn't want to cease to be. We have almost been, and still, there we have always wished to belong, to become gods. Mitten durch den Lärm der rasselnden Schienen drang vernehmlich die Stimme des Wurmgeists Knipo, der seiner abenteuerlichen Ideen wegen überall berüchtigt war. »Ihr könnt euch ruhig eure Geisterlunge ausschreien«, kreischte er. »Mir wird zu allen Zeiten bombenklar sein, dass ein Kugelstern anders empfindet als ein Wurm.« Sterngeist und Wurmgeist sind zwei ganz verschiedene Weltsubjekte. Aus diesem Grunde wollen wir ja Sterne werden. Leider verschlang ein furchtbares Sturmgetöse, begleitet von schrillem Schienengeknack, die ganze Debatte. Wissen Sie was? Ich habe Sie im Verdacht, dass Ihr überhitztes Mitteilungsbedürfnis nur verschleiertes sexuelles Begehren ist. Ach ja. Müller. Trivial wie immer. Trotzdem hat auch der trivialste Mensch etwas Göttliches in sich. Mag er auch noch so dumm sein. Finden Sie nicht auch, Herr Müller? Also, ich verstehe von der ganzen Geschichte keine Silbe. Wo ist der Held? Wo ist der Konflikt? Wo ist der große Mensch, der eines liebenden Weibes bedarf? Wer eines Weibes bedarf, soll den Leuten fürderhin nicht weismachen, dass er ein großer Mensch ist. Das sage ich Ihnen doch schon die ganze Zeit. Müller, warum sollte mein Roman sonst »Ich liebe dich« heißen? Das ist gegen die Natur. Ach ja, die Natur erst. Schauen Sie sich diese Erdlandschaften an, die haben alle so etwas Geschlossenes, so etwas Verständiges, aber auch etwas Zurückgebliebenes. Es will mir scheinen, als fehlte unserem Stern die rechte Sensibilität. So als wäre die Erde nicht ganz auf der kosmischen Höhe.
Und ich wünschte, unsere Debatte hätte zur Abwechslung auch etwas Verständiges. Lieber Müller, Ihren kleinlichen Wünschen fehlt ganz entschieden der Freiheitsdrang. Lassen Sie sich in der nächsten Geschichte belehren, wie die Wurmgeister für ihre Freiheit kämpfen. Das Kapitel heißt Eier. Eier? Jetzt haben Sie mich tatsächlich verstanden. Hören Sie, Müller, hören Sie! Das wogte hin und her und schien loszuwollen und schien nicht loszukönnen. Das ist das alte Lied des Lebens. Es kann sich alles nicht loslösen von dem anderen. Und es passt alles nicht zusammen. So sprachen die Geister, während sie immer tiefer in den Nebeln der Welt versanken. Und es bildete sich eine harte Kruste um ihr ganzes Wesen, aber sie konnten durch die Kruste durchsehen, wie durch Glas. Mittlerweile wölbte sich eine jede Glaskruste und erhielt die Form von großen Eiern. Als das die Geister bemerkten, sagten sie seufzend, naja, nun dachten wir schon, bald mal Götter zu werden. Und nun sind wir wieder bloß wie reinen Eier. Aller Anfang ist schwer, aber dass aller Anfang immer wiederkehrt, ist noch schwerer zu ertragen. Right, God bless one.
we meet again, we meet as gods. Die Geister kamen an die Oberfläche, obgleich sie geglaubt hatten, dass sie immer tiefer runterkämen. Und der alte Himmel war gelb, wie frische Butter. Und die Geister stiegen in den Himmel empor, wie Luftballons. Und die Glaseier lösten sich oben auf und fielen tropfend in ein Kreidemeer hinein. Und das Kreidemeer zischte und die Geister konnten sich wieder bewegen und atmeten auf. Glaseier im zischenden Kreidemeer. Lieber Herr Scheerbart, können Sie mir verraten, welcher literarischen Richtung Sie sich eigentlich zuordnen wollen? Ich begründe natürlich völlig neue Richtungen. Das habe ich schon immer getan. Und damit können Sie wohl gar nicht aufhören? Muss das sein? Ganz entschieden. Der Literatur und dem Leben heutzutage ist doch der Charakter des Stumpfsinns eigen. Es ist alles so flau. Es ist überall nichts los. Überall ertönt die vollendete Leier des Stumpfsinns. Wer da wüsste, wo was los ist, könnte ein Bombengeschäft machen. Sie gestatten, dass ich darauf mit einem herzhaften Gähnen antworte. Gähnen Sie, aber bedenken Sie, wenn wir Menschen den Weltgeist verehren, so müssen wir alles, was existiert, alle Menschen, alle Tiere, alles und alle für Offenbarungen des Weltgeistes halten, selbst die Zerstörungswut. Und dies alles müssen wir doch mit bedingungslos freundlichen Augen ansehen, sonst würden wir uns ja gegen den Weltgeist auflehnen, von dem wir doch ein Teil sind. Aber wie komme ich eigentlich darauf, Sie bekehren zu wollen? Gähnen Sie nur weiter, Müller, gähnen Sie. Bei diesem Plädoyer sind Sie doch im Grunde Ihres Herzens wohl ein bisschen erotisch motiviert gewesen. Jede Wette, das sage ich als Rechtsanwalt, davon verstehe ich was. Lieber Nause, kommen Sie mir ja nicht mit dem Rechtswesen. Aber für so schlicht gestrickte Menschen wie Sie habe ich eine Geschichte parat, die Sie umstimmen wird. Sie heißt Tempel. Hören Sie, Müller, hören Sie. Und gewaltige eiserne Flügeltüren knarren in ihren Angeln. Und durch die vielen Flügeltüren werden die Geister hineingetragen in das neue Reich. Und durch schimmernde Kristallpforten schweben die Geister in einen Saal, der beinahe ganz so wirkt, als wenn er aus Rubinglas bestünde. Und an den Wänden schimmert viel fein geschliffenes Wasser, helles Kristall. Seltsame Musik dringt aus den Tiefen der rubinglasroten Tempelhalle herauf. Es klingt, als käm's von unzähligen neuen Instrumenten. Fesselt mich.
Brüder. Nicht bloß selbstständig wollten wir werden, wir wollten sogar weltumspannende Persönlichkeiten, ganze Allwesen werden. Wie klein muss uns damals die Welt vorgekommen sein? Das wahre Glück besteht nur in der langsamen, rachsüchtigen, tückischen Vernichtung alles dessen, was da lebt. Nur die Zerstörung kann die Entwicklung fördern. Die Geister hören die Musik, die jetzt nur noch wenig durchsichtige Melodien hat. Die Geister staunen alles an und rutschen auf einem schrägen, glatten Glasdach immer weiter runter, dem Rande zu. Alles Licht ist fort und die Musik ist mit einem Male zu Ende. Die Geister rutschen immer weiter und fürchten sich vor einem großen Fall. Sie sind ein schrecklicher Dichter. Was haben Sie, Herr Rechtsanwalt? Meine Ausschweifungen ins Kosmische sind Ihnen nicht wohlbekommen? Solche Unpässlichkeit entsteht, wenn man Spießerglück will und doch zu Sternenglück erzogen werden soll. Den Ton, den Sie anschlagen, bin ich nicht gewohnt. Ihre Wurmgeister machen mir nichts als Sodbrennen. Wissen Sie was? Ich denke, es ist besser für uns beide, wenn ich alleine weiterreise. Oh weh, Müller. Und das, wo mir Ihre Antipathien gerade sympathisch werden wollten. Ihren verdorbenen Magen sollten wir geistesgegenwärtig wiederherstellen. Am besten mit geistigen Getränken. Was können Sie uns anbieten, Cognac? Ja, der hat mich schon öfter versöhnlicher gestimmt, als mir eigentlich lieb war. Aber Ihre antierotischen Anschauungen werde ich nach wie vor für bedenklich halten. Meinetwegen, lassen Sie uns jetzt noch etwas trinken, ehe wir scheiden. Es wird Sie entzücken, lieber Müller, dass ich Ihre dankenswerte Freigebigkeit gleich mit einem Trinkspruch parieren kann. Mir ist, als ob der Friede sich in meine Seele legt, so wundersam bewegt. Der Pappelnwipfel flüstern, wir sitzen still und schweigen. Wir wollen noch einmal trinken und dann betrunken sein. Oh, na siehste, wolltet das jedoch.
Endlich wahre Poesie, wa? Warum nicht gleich? Komisch, in der Betrunkenheit verstehen mich die meisten immer am besten. Lass uns Bruderschaft trinken. Prost, Paule. Nenn mir Egon. Nur endlich verstehe ich dir. Und ich dachte die ganze Zeit, du wärst nicht mal in der Lage, mit deiner Tinte wahre Poesie aufs Papier zu bringen. Der wahre Künstler verzweifelt nie. Er glaubt ewig, dass er sich der Vollendung nähert. Übermut und Lachgewalten mögen meiner Seele walten. Prost, Egon! Dein Gefasel ist mir jetzt auch schon ganz schnuppe. Paule, gibbe zu, der gesunde Mensch ist doch kein Eremit. Der ist ein Gesellschaftstier. Darauf lass uns allen trinken, wo du mich hier schon zum Trinken verführt hast. Jetzt nörgel mal nicht, lieber Egon, du solltest froh sein, dass du noch trinken kannst. Aber denk ja nicht, dass unsere wilde Jagd schon zu Ende ist. Höre, Egon, höre, ich hab hier was Schönes für dich. Das Stück heißt Raserei. Und die Geister sind frei und sie jauchzen und schweben gleich hoch in die Luft hinauf. Und in die nächste Sternenwelt hinein. Die Sternschwere ist fort und die Geister sausen dahin wie flinke Kometen. Nur noch flinker. Alles Lästige ist fort. Die Geister haben gar keine Zeit, sich das Aussehen der Sterne anzusehen, ob die eckig, rund oder schlauchförmig, scheibenartig oder wie Trichter sind. Das ist ja saumäßig. Piep mit den freien Weltenjägern. Und sie wollen hinaus in die freiste Welt, dorthin, wo es keine Sternwelten mehr gibt.
Verdammte Freiheit, brüllen die Geister, und sie fliegen durch eine verzerrte Hohnwelt, das absolute Karikaturenviertel. Ein grausiges Gelächter durchbrüllt jenes Viertel, und alle merken, dass sie so roh geworden sind. So roh wie Ungeheuer, die die unendliche Welt nur für ihre Speisekammer halten. Es ergreift die Geister Heimweh. Und die Geister fühlen, dass sie das freie Leben nicht aushalten können. Und in rasender Hast geht's zurück zu jener kleinen Ecke, in der die Kugelsterne leben, mit denen sie einstmals zusammenhingen. Und die Geister fühlen wieder die alte Sternschwere auf ihren Schultern. Ja, das ist tatsächlich ein Jammer. Du stimmst mir plötzlich zu. Deine Hirngespinste sind tatsächlich ein Jammer. Es dauert nicht mehr lange, bis deine Geister ihr ganzes Leben für so recht überflüssig und unsinnig erklären. Es ist ein Jammer. Dein einfältiges Gequake treibt mich noch in die Tobsucht. Ich glaube, der Weltgeist ist doch zu groß für uns beide. Was würde ich dafür geben, jetzt allein zu sein? Diesen Einsamkeitsfimmel nehme ich dir allmählich übel. Ja, so Unrecht magst du von deinem Standpunkt nicht haben. Aber warum bleibst du auf dem? Wenn du dich schon der Liebe verschließt, dann verschließe dich nicht auch noch der Freundschaft. Man muss sich die Sehnsucht nach dem anderen Menschen abgewöhnen. Hast du nicht bemerkt, dass ich all mein antierotisches Sinnen und Trachten viel mehr gegen die Freundschaft als gegen die Liebe zur Damenwelt wendet? Nein, das tut mir leid. Du tust mir leid. Und welche Leute sind am gierigsten nach der Freundschaft? Doch nur die, die in ihrer Erotik großes Pech haben. Die Herrlichkeit des Daseins widerspricht deinen Witzen. Wir müssen nur immerzu unseren Witz zusammennehmen, um uns zu beweisen, dass unser Dasein wirklich ein herrliches ist. Paul, sei vernünftig. Deine Fieberreden zeigen mir, dass du ein bisschen zum Größenwahn neigst. Es fehlt nicht viel und du hältst dich für einen Religionsstifter. Ist es dir nicht auch klar, dass du anormal bist? Ganz klar, das hängt mit meiner unregelmäßigen Schädelbildung zusammen. Die dumme Hebamme hat mir bei der Geburt das Gehirn verschoben. Daher bin ich so paradox. Schlimm genug. Aber warum soll ich unter deiner Launenhaftigkeit auch noch leiden? Nun weine man nicht, Egon. Ich rate dir doch die ganze Zeit, werd auch du Eremit. So ein Eremit braucht nicht mit allen auszukommen, deshalb ist er ja Eremit. Denk mal drüber nach. Während ich dir die nächste Geschichte vorlese, die wird dein angefressenes Gemüt schlagartig besänftigen. Geister, die lange zusammen waren, erkennen sich plötzlich nicht wieder. Sie sind ganz verändert. Ihr Rumpf ist fort und ihr Kopf besteht nur noch aus zwei kleinen Ohren und unzähligen Opalaugen. Der Himmel besteht bald nur noch aus hochgestiegenen weißen Wolken. Wie kleine Lichtblüten sehen sie aus. Und rote Riesenpilze wachsen aus dem Moosboden. Können die Götter, fragen die neugierigen Geister, wirklich machen, was sie wollen? Kein Bein, erwidern schmunzelt die Roten. Die Götter hängen wieder von anderen Wesen ab, die viel größer sind als alle Sterne zusammen. Und diese Obergötter hängen wieder von Ober-Obergöttern ab und so weiter. Es reißt gar nicht ab. Und dann sind alle durch unzählige dicke Göttertaue aneinander gebunden und hängen untereinander voneinander ab. Das alles solltet ihr euch mit euren Eingeweiden in euer Herz schreiben.
ihrem Weg zum Himmel folgten die Würmer eine Wurzel, die sie zum Stamm des Baumes führte. Geister, die lange von ihren Sternen getrennt waren, gehen wieder auf ihnen herum und freuen sich. Und die schwarzen Diener, die wie alle Molche gern überall herumklettern, bitten die Geister, die Ehrenpforten zu durchschreiten, die extra zu ihrer Begrüßung erbaut sind. Und die schwarzen Diener rufen mit ihren Molchmäulern,
Victoria! Victoria! Und dieser Empfang wird den Wurmgeistern recht peinlich. Doch sie nehmen die zweifelhafte Ovation ruhig hin und sind froh, dass sie wieder zu Hause sind. Aber von den Billionen Geistern, die ausfuhren, um das Diadem der Gottheit zu erobern, sind erst sehr wenige zurückgekehrt. Knipo denkt an die lange Fahrt und ordnet seine Erinnerungen. Und die anderen Geister, die mit Knipo zusammen waren, tun ein Ähnliches. Aber wenn dir die Freundschaft nichts wert ist, bedeute ich dir auch nichts? Egonchen, alle Götter hängen untereinander und voneinander ab. Du bist ein Teil von mir, mein zweites Ich. Mir ist so, als hättest du in meinem ganzen Leben stets neben mir auf einer Schnapstonne gesessen. Würde ich dich lieben oder hassen, so würde ich mich lieben oder hassen. Dein mystisches Gerede täuscht mich nicht im Geringsten. Du bist der Verstandeskopf, für den es Unerklärliches nicht gibt. Aber das Reich der sinnverwaltenden Vernünftigkeit wird immer sehr klein sein. Denn, wenn es überall zu sehen und zu haben wäre, so wär's doch gleich was Gewöhnliches. Das Gewöhnliche muss aber grundsätzlich vermieden werden. Du bist pervers und bleibst es. Deine Antierotik ist charakterlos und feige. Dir fehlt der Mut zur Liebe, dir fehlt der Mut zur Freundschaft. Mut ist ein Mangel an Selbstbewusstsein. Das einsame Leben ist etwas Höheres als der Mut. Die Sterne leben doch auch allein. Je größer sie sind, desto einsamer sind sie. Dem Weltgeist kommst du nur näher, wenn du mit reger Fantasie in die unendliche Sternenwelt hineinschaust. Ach, Sterne, Weltgeist, Papalapap, hast du nie daran gedacht, dich zu verheiraten? Jawohl, als ich 3 Jahre alt war, wollte ich meine 12. Amme heiraten. Die musste so viel lachen, dass sie mich am Ende hat fallen lassen. Da schwor ich mir, einem Weibe nie wieder einen Antrag zu machen. Egon, so wurde ich zum Antierotiker. Aus deinem Ringen nach dem Höheren spricht der Verzweifelnde. Bring doch mal etwas vor, was eine liebende Seele mit Genuss anhören kann. Warum soll ich der Liebe wegen mit denen zusammenleben, die mir unausstehlich sind? Mit dir ist nichts anzufangen. Mit solchen Tiraden machst du mir das Eheleben nicht madig. Ich bekomme schon beinahe Sehnsucht nach meiner Frau. Egon, alter Freund, da du auf ewig nichts verstehst, werde ich dir eine Geschichte aus der ekoralapsischen Kunstrichtung vortragen, die das Verstanden werden wollen, bekanntlich längst überwunden hat. Meine Herren, dies Poem ist genauso tief wie die tiefsten Tiefen der Tiefsten. Und wenn Sie glauben, dass ein Poem noch tiefer sein könnte, so sehen Sie sehr tief in meine Augen. Thank you.
Corribanda Opulosa. Meine Herren, haben Sie es verstanden? Kikakoku! Ekoralaps! Visukolipanda, opulosa, ibasata, e fu! Kikakoku! Proclite, pete! Nikifili, mopalexio, intipashi, pedacafro! Propsa pi! Propsa pi! Carotto. Passa crossa. Kika cocu. Nusa. Push. Kika cocu. Boloru. Futupuke. Propsa pi. Yassolu. Wie konnte ich dich jemals für einen Vertreter wahrer Poesie halten? Ich sehe unseren Abschied nahen. Warte, Egon. Ich geb dir noch was fürs Poesiealbum mit. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Mein Herz ist über und über voll. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Begreifst du es jetzt? Die Liebe ist ein Luftballon, der dich kurzzeitig über Wasser hält, ehe der Jammer einsetzt. Ich hoffe, ich habe die Zitrone der Liebe jetzt ordentlich vor dir ausgequetscht. Das lass ich mir nicht gefallen. Du legst es bloß darauf an, mich in tiefster Seele zu verletzen. Es reicht. Ich nehme jetzt den nächsten Zug nach den Südseeinseln. Das wird mir sehr angenehm sein, aber deinen Unverstand halte ich trotzdem für eine Offenbarung des Weltgeistes. Ich liebe dich, Weltgeist! Du alter Weltgeist! Vergib mir, dass ich dich zu lieben wage, aber... ich kann nicht anders, Weltgeist! Ich liebe dich! Ich liebe dich. Da. Schrei bald. Da. Hä? Ich liebe dich. Da. Schrei bald. Da.
Da. Oder die Bücher schreiben,